Ich will die Hände waschen. Okay, Nachricht von Secretary. Danke, dass du uns zugehört hast und für dein Verständnis, Harold. Die Brüder sind wieder vereint. Und um das zu feiern, gibt es heute Abend ein Konzert in Agorakaden. Komm doch vorbei. Oh, warte mal. Alle Brüder sind endlich wieder zusammen. Ich darf ihre A Cappella Wiedervereinigungskonzert in Agora nicht verpassen. Wir gehen aber in die Agorakaden. Das ist doch auch nett. Dann haben wir die Brüder-Sache da auch irgendwie zu einem Happy End gebracht. Ich glaube sogar, also ich hatte jetzt, wie gesagt, am Ende auch nochmal in die Erfolge und so reinguckt. Ich glaube sogar, das ist auch ein Erfolg. Ich dachte aber schon, den haben wir versaut. Also ich habe den versaut, dass ich das nicht mehr machen konnte. Aber anscheinend geht es noch. Anscheinend geht es noch. Unsatisfactory journey for some reason. Just contact your nearest and all water will make it up to you. So, hören wir uns das Konzert da mal an. Also eine Sache habe ich auf jeden Fall versaut. Und zwar, wenn man den blauen Stein da, musste man alle jedes Mal zu der Dings gehen, zum Moreau gehen. Das hatte ich schon nie gemacht, aber gut. Ah, guck mal. Mr. Halibut. Hello there, sir. Hey, hey! Oh, wow. Hi, everyone. It's good and quite strange to see you all together. Yeah, man. It's about time, right, bros? Yes. Family over bosses for me now. Yes, well, some of us have still got to make an honest living. Now, now, Secretary 8. We're luckier than a double ruffle winner to have got over our differences. So, what are you all doing here? How did this happen? I guess it started after our little bathroom encounter, when I approached Warren. We got talking about the past and how now half of the brothers were Exelwater. Yeah, and like I said, all the reasons for us being weird with each other. We couldn't even remember them. And I thought, if neither of us can... That's when they came to me. And then me. And we all realized it can't have been anything that important. And so now, we're preparing our comeback show. The A Cappella 24 mentioned? I can't wait to hear it. We wouldn't be here without you, Harold. Das ist doch schön. Enjoy the show. Bum, 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 bum. If I had the fins of a fish, I would travel far under the sea. And a rocky old road I would follow to the place that is heaven to me. When the sun goes to rest, not that we can see, way down in the west. Not that this planet is really the greatest. I'll build a nest in the place I love best. A dear little ship in the sea. Sehr cool. Ah, 70G, Familienbande. 70 Gamescore-Punkte. Das ist ein Batzen. Das ist gut. So, und wir haben noch eine Zeichnung. Übrigens, glaube ich, ist auch einer der Erfolge, wenn man alle Zeichnungen voll hat. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 19 Blätter hätten wir noch. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. Aber mal abwarten. Ich weiß ja noch nicht, wie viele Zeichnungen dazukommen, ne? So, jetzt haben wir das auch. Jetzt können wir zu den letzten Vorbereitungen. Wir müssen zur Schule. Sprich, zum Sozialsektor. Und dann sind wir durch. Hoffentlich. Dann können wir zumindest ins Loch. Und dann gucken wir mal weiter. Also ich schätze auch mal, dass es dann nicht mehr allzu lange gehen wird, oder? Weil irgendwann, ich meine, wir sind jetzt bei 23 Tagen, irgendwann ist dann auch, ne? Der Punkt gekommen, wo man dann starten muss. Einer schläft schon hinten, okay. Okay, everyone, listen up. Welcome to Green Thumb Class. You may be wondering, what Green Thumb Class is and why you're here. Es wird sehr langweilig, glaube ich. Thumb Class. Well, this was originally going to be a private seminar to discuss
safe handling of the particles that make up the energy source based on our findings, most of which were my findings, may I add, especially the sound wave element, which... Get on with it, Sai! Yes, yes, Sai. Richtig. Er spricht mir aus der Seele. We decided it might be fun to open it to the public as a kind of general botany 101. So here you all are, and thank you for coming. Here are some tips for all of you on handling things with green thumb status, which includes the energy particles as well as general flora around the cave. Number one, exert minimum pressure. The cells of these particles and anything else you encounter down there could be incredibly sensitive. Number two, check for root-like material. If taking any samples, keep them as intact as possible, taking care not to sever anything. If you must take a sample, take it from as close to the end of the root as possible. Number three, keep well lit and warm. We still don't know exactly what combinations of environmental factors is preferred by whatever is down there, but we can surmise it's similar to how it already is. For example, if you find something in the dark, don't shine a bright light on it. Any questions? Sai, was passiert, wenn man die Partikel isst? Sind die Teilchen von der Umweltveränderung schockiert? Können Pflanzen denken? I think that's enough. Da können wir fragen mal von oben. Sai, what happens if you eat the particles? We don't know. Ingesting or inhaling anything down there is not advised. Okay. Is there a danger of the particles being shocked by environment change? Very good question. It's possible, but from what we can tell, they can handle a small degree of ambience change. Mm-hmm. Can plants think? Can plants, not in the way we can. They don't have nervous systems, of course. But then what does it mean to think? After all, it's just a... Get on with it! Follow these basics, and I'm sure we won't have any green thumbs falling off. Harold, those are the essentials, but I'll be staying here to discuss the specifics of boron deficiency in cruciferous veg if anyone is interested in sticking around. Right. For those of you who stuck around, this is going to be a wild ride. Oh, I suppose the house party has started. Well, I'm sure it won't be more fun than my lecture, but it'd be a shame to miss it. Für eine Hausparty jetzt auf einmal, was geht jetzt hier ab? Hä? Ich sag, jetzt gehen wir in das Loch da rein. So. Okay, wir haben eine Hausparty am Laufen. Wir können mit Moreau sprechen, mit ihm, mit ihr, mit... Können wir mit allen sprechen? Wir sprechen erstmal mit Chris. Harold, my man! My Chris, man. Well done. You know, you've become quite the talk of the town. Your exploits in the fishy cave are becoming more riveting than Sonzu Ashk. Sonzu Ashk. Well, more interesting than seasons 1 through 6 and then 9 through 22. Ah, yes. That run from 7 through 9 was real killer stuff, huh? So, are you excited? Have you been training? Training? I hadn't thought about that. Do you think it'll be demanding? You got to be prepared for the unexpected. Oh, well, what would you suggest? Bisschen joggen. We don't have time to put you on a proper routine. But you're a friend, though. I'll tell you about my emergency regime. It sounds uncomfortable. I really think I'll be fine. Don't risk it. Look, it's a flexibility routine. Just breathe really deeply and let all your limbs go loose. Dieser Fisch hat noch was ganz Stranges genommen da unten. I can do anything! It's no replacement for years of disciplined exercise, but it's better than nothing. Okay, I'll try and give it a try before I head down. Enjoy yourself for now, though, eh? Party hard, work hard.
You got it, Chris. Cheers. Salut! So, dann gehen wir jetzt zu Warren. Mit Warren können wir nicht sprechen. Okay. Dann sprechen wir mit ihr. Oh, hi, Harold. Hello, Yaba. How are you feeling? I'm not drunk, if that's what you're insinuating. Oh, no. I just meant, after all the all-water stuff. Yeah, that was frustrating. I really thought we were onto something. Well, you were. It's actually pretty amazing what you managed to figure out from scratch. But we had it all wrong. Yeah, but for a bunch of non-all-water employees with limited resources, you got so much right. And maybe it forced the CEO into thinking about how they were doing things. So you're saying we might not have produced a full-scale exposé in regime change, but we might have been agent provocateurs giving rise to a procedural review? Yes, totally. Interesting. You know, once you're back from the mission, you should drop by the hideout again. You can tell us all about it. Thanks, Yaba. I promise to swing by. Well, good luck, comrade. Wenn wir wieder hochkommen, ne? Das ist halt nur so die Frage. So, können wir mit Tommy und Bridget sprechen? Nein, mit denen auch nicht. Mit Moreau können wir sprechen, aber ich will jetzt erstmal mit Sunny und ihrem Vater sprechen. Hey there, Sunny. Hey, Harold. You excited? I guess so. It'll be different. You know, I'm proud of you. I always knew you were a goof. And you are. But I did always secretly think you'd figure out how to do something cool one day. Hey. Ah, oh, come on. I didn't mean it in a bad way. Vielleicht war ich gar nicht so blöd, wie du dachtest. Ich tue es nicht, weil es cool ist. Ich tue nur, was ich muss. Machen wir mal so. Maybe I was never as much of a goof as you thought. I know, I know. I even kind of envy you a bit. Du solltest dich entspannen, Sunny. Genieß, wo du bist. Nicht nötig, es begann eigentlich alles durch Zufall. Hey, Bill, you should relax, Sunny. Try and enjoy where you are. Maybe, but you know, it's your cosmic consciousness that helps your luck to happen, you know? Anyway, I'm glad it was you that met the fish folk first. Huh. Don't you like fish? No, it's just, if it was anyone else, I just think you were the right man for the job. Ich glaube das auch. You're gonna be Wir schaffen das. For the job. Whatever the job is. Come tell me how it all went, huh? When you're back? For old time's sake? Sure. Wish me luck? Always. Gut, mit Sai reden wir. Harold, my man. Ha, hey, Sai, are you okay? Never better. Responsible for a secret relaunch procedure that everyone is dependent on. My friend, ja, ich glaube, er hat ein bisschen zu tief ins Gas geguckt. Into the depths of an unknown alien cave thing to get the energy we need for it. What could there be for me to worry about? I see. Well, you don't have to worry about me. Wii U will look after me down there. Maybe I'm worried for Wii U. It'll be okay, Sai. All of us can do is our best, right? Right. I'll worry as best I can. That's not what I meant. It's okay, man. We'll all be okay. So sehe ich das auch. It was just me. Maybe not. But with Bridget, Moreau on side, I'm sure we'll figure it out. Yes, exactly. Cheers, Cyrus. Gut, ist das eigentlich unsere Aufgabe, mit allen hier zu quatschen? Ah, guck mal da. Wir haben noch ein neues Bild gefunden. Wir haben gar keine Aufgabe, habe ich gerade gesehen. Okay. Nee, wir haben keine Aufgaben mehr. Reden wir mal mit Wii U. Und danach mit Moreau. Wii U! Hello! Are you enjoying the party? Yes. I think so. But I don't really understand what makes it a party. Well, you know, people have gathered for a special occasion to celebrate. But we haven't gone anywhere yet. No, but it's for good luck.
and to raise our spirits. I'm not sure I really get it, especially the strange movements people are making. They don't usually move like that. Movements? Oh, you mean dancing. It's, I guess an expression of letting go, enjoying a rhythm. Ah, I like it. But only an outside, musical rhythm? Yes, at least when other people are watching anyway. Well, I don't totally understand the rules, but it's nice to see everyone smiling. Oh. Yes, it is. It'll be even nicer when we come back with a magical new energy source and everyone treats us as heroes. Heroes? Yeah, it's a person who's admired and treated with a lot of respect. We're not heroes already. Heck, you're my hero, buddy. It's all very weird, but I'm excited if you are. I'm sure we'll have lots of stories to tell at the next party. Ja, weiß sure noch gar nicht, ob das ein Happy End wird oder nicht. Chat to some of the others, but make sure bin mal gespannt, ey. Okay. Party time. Boah, was assi wäre, wenn wir uns entscheiden müssten. Entweder wir oder Wii U oder so. Das wäre hart. So, jetzt noch mit Moreau. Professor, hey. Harold, my boy. How are you, you know, feeling? Oh, fine. I'm not worried about a thing. You know, I kind of wish I could go with you. Wouldn't it be fun? Oh, well, yeah, it'd be great. Are you sure you can't? With this age and my arm, I think not. Oh, I'm sure we could. We, you and I would. You're not that old. Yada, yada, blah, blah. Stop trying to make me feel better. I'm just happy we get to experience this. Even if I don't actually get to see it. Even if I don't actually get to see it. Yeah. And we wouldn't even be getting to see it if it wasn't for you. Hmm. Can I get you another drink? I'd probably better not. Okay. Oh, well, die Moreau tut mir jetzt schon ein bisschen leid. I'm okay. Go have fun. But not too much fun. We've got a real schlep tomorrow. Thanks, Mom. Ah, die Moreau tut mir ein bisschen leid, ne? So. Okay, jetzt wird wieder ein Zeitsprung geschehen. Jetzt kommt's. Okay, es war nicht so krass, wie ich dachte. Carol, we don't really understand why you're going down the crack with Wii U. But we think we appreciate it. So, we got a few things together for you. Hopefully you'll find them useful and or delightful. As a human. Yes, we're still not really sure how your kind thinks, but we've tried our best. Oh, wow, you all... I'm so flattered. You shouldn't have. Go on, open it. Oh, okay, let's have a look-see. Oh, this looks great. A nice little fish. Is the fish not big enough for you? No, 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 it's perfect. Thank you. Okay, up next, some hairpins? Yes, we were told by Chris that these things come in very useful. Where are you now? I mean... Full and followed. Oh, there's something else in here. I think you're gonna love this one. A rubber hammer. In case I see any moles I need to whack. I'll have it if you don't want it. No, no, no. It's all great. Thank you. Now I'm prepared for anything. Good luck, Harold. Thanks, everyone. See you soon. Ja, ich bin mal gespannt, ne? Das sieht so strange aus, aber wir gehen jetzt runter. Wir gehen ins Loch. Hey, Wii U? Howl? What is the difference between Ooble Pops and Ooble Boops? You see? Ooble Boops and Ooble Pops are actually not similar at all. One is
like a bubble, and the other is like a bubble made to pop. More for fun, not useful. Oh. Top. Dankeschön, Zai. Kulturelle Verbindung. Schließe Kapitel 4 ab. Oha. Ja, dankeschön, Zai, für die Ubelpops. Ja. Das war sehr nützlich. Oh Gott, was passiert jetzt? Okay. Wir sind das ist alles hier gerade sehr merkwürdig. Okay, das ist cool. Das ist schon ziemlich cool gerade gemacht. Boah, was ist denn jetzt? Wo, hey, was geht denn jetzt ab? Ah, warte mal, können wir hier rein? Nein. Ah, okay, wir müssen da hoch. Ach, das ist die Filterstation. Ich hab's nicht gecheckt, es tut mir leid. Ist das, als wir Wii U kennengelernt haben? Oder ist er jetzt Tommy? Filter Frankie. Oder ist es ein Moreau? Das ist ein Wir. Oha. Jetzt geht hier ab, ey. Wir sind voll auf dem Trip, ne? Home at last. Huh? Wait. How did I get here? I don't remember. And I don't remember leaving it like this. Has someone been in here? It wasn't me. Felix, what are you doing here? I could ask you the same thing, bub. This is my room. But how do you really know that? Felix, I don't have time for your shenanigans right now. I feel like there's something important I should be doing. I need some space to think, okay? Sorry. Nah, it's okay. You're right, Harold. There is something important you should be doing. I'm glad you agree. Wait, what? Do you know what it is? Nope, that's for you to find out. All I can do is point you in the right direction. The right direction isn't through a load of ducts, is it? No, no ducts. Just go through there. And follow your heart. Okay. Yeah. Ah, okay, wir sind immer noch in dem Traum. Ich war gerade schon ziemlich verwirrt, tatsächlich. Thanks, Felix. Good luck, Harold. If I never see you again. Was ist denn jetzt los, ey? Was geht denn jetzt ab? Müssen wir jetzt das aussuchen? Oh nee, wir müssen was aussuchen. Ich nehme den weitesten Weg. Müssen wir die richtige Tür aussuchen? Ich habe keine Ahnung. Das ist ziemlich weird gerade. Harold, mach keine Scheiße. Bleib da bitte nicht hängen. Hallo. Harold, bleib doch da nicht hängen, du Trottel. Oh, nee, dieses Spiel. Kann man laden? Ich muss mal kurz gucken, wie viel Uhr es ist. Ja, das da müssen wir hier laden. Nee, Schafe, ja, müssen wir doch. Er blieb doch hängen.
Okay, wir sind wieder hier. Da ist übrigens noch ein vierter Pfad, sehe ich gerade. Das habe ich gerade nicht gecheckt. Ich nehme aber den Pfad von gerade. Auf die Gefahr, dass wir nochmal laden müssen, weil Harold wieder zu doof ist, in sein Bett zu gehen. Ah, Junge. So, Harold, bitte, leg dich einfach hin. Harold, bist du doof? Also jetzt... Warum? Was ist denn jetzt los? Spiel im Arsch oder was? Okay, ein letzter Versuch in dem Raum da oben. Das ist gerade so ein bisschen nervig, ne? Oder ist das so das Feature, dass das Spielern so ein Bug kommt, wenn du in den falschen Raum gehst oder was? Ein bisschen nervig ist das schon. Aha. Ja, hä? Ich verstehe es nicht. Wir gehen in den anderen Raum. Es ist nervig, dezent. Ich habe ja gesagt, das Spiel grafikmäßig und so. Grafikmäßig und so geil. Aber jetzt gerade kriegt es einen ziemlichen Down. Ein ziemliches Down. Also jetzt gerade ist es ziemlich nervig. Wegen dem Bug und so. Jetzt fängt es gerade mal an, nicht von A nach B zu laufen. Und jetzt kommt hier so ein Bug und nervt einen. Leg dich da jetzt einfach rein, Junge. Was ist denn dein scheiß Problem? Mann, Harold, leg dich doch da einfach rein, du Vogel, ey. Also, wie nervig. Wir nehmen einfach jetzt den kürzesten Weg, bis er sich da reinlegt. Ich hab die Schnauze voll. Tut mir leid, das ist aber nervig. Also, wenn das gewollt ist, dann, Chapeau. Dann haben sie alles an beschissenen Techniken reingehauen, was sie reinhauen konnten. Gute Compu-Kumpel ist defekt. So, wir gucken jetzt, ob er sich jetzt reinlegt. Danke. Es ist anscheinend nicht gewollt, dass man in andere Räume geht. Wir mussten in den Raum gehen. Ach, Mann, ey, ist das dumm. Naja. Ach, hier die Türen für den Sekretär 24. Secretary 24. Der nicht mehr Secretary 24 ist. Oh, Buddy! Moreau? Sai? Secretary... 24? Oder nur noch 24 jetzt? Bridget, Tommy, Chris, der Hauptmann, Sunny, die Anführerin Ruffy, Warren, den kenne ich nicht, keine Ahnung, Zoya. Und da hinten ist der Springbrunnen, der nur aufgemalt ist. Kommen wir da jetzt rein? Ist das jetzt ein echter Springbrunnen? Das wäre lustig. Okay. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und wir tragen jetzt das Päckchen der anderen mit. Okay. Das ist crazy, ist schon crazy.